Anthony King verletzt draußen. Jetzt geht's rein in die Partie. Der Sprungball ist gewonnen von Brian Harper. Allerdings kann Popovic, nachdem er den Ball dann runter segeln hat, lassen den Ball doch zu den Adler Dragons rüberschlagen. Und damit Quackenbrück im Angriff mit JJ Strasser, der in der Starting Five zusammen mit Damon Mallet steht. Genauso wie Bryce Taylor, Buckman und Popovic. Taylor von außen jetzt mit dem Anspiel an Buckman in den Low Post. Buckman im 1 gegen 1 gegen Brian Harper. Der Ball ist lang. Rebound ist bei Barry Stewart, dachte ich, aber Popovic klaut ihn überall. Barry Stewart. Stewart jetzt raus auf Harper. Harper noch 3 Sekunden, muss einen schweren Wurf nehmen. Sieht er das? Harper in der letzten Sekunde mit dem Dunking. Brian Harper mit dem Dunking zum 2:0. Da das machen wir mal auf. Hieß das Rocky 3 oder 4? Wie war da? Ivan Drago. Ja, genau. Und der Dreier aber von Jared Howell. Die TBW liegt schon wieder los wie die Feuerwehr. Ähnlich wie in Berlin. Quackenbrück im Angriff mit Bryce Taylor. Taylor im 1 gegen 1 nicht zu stoppen, aber schweres Ding übers Brett. Wow! Bryce Taylor gegen Nate Lindner, der unter Trainern einspielt. Stattdessen der Dreier von Barry Stewart. Darauf kommt es auch an. Das Spiel ist zu hören und Trier wieder mit sehr schönem Ende. Und der nächste Fahrkarte bei Trier. Der nächste Dreier, JJ Strasser, läuft heiß. 6 Punkte in Vorlauf. 13, egal. Buckman, toll. Oh. Schöner Stil von Jared Howell. Da könnte LA Hoop kommen. Da ist er. Jawohl, abgeschlossen von Brian Harper. Sehr munteres Spielchen, 12:13, der Spielchen aus Trier. Sieht Schlaf dann oder so, aber ja. Müsste mich ertragen. Deutschin, schöner Pass raus auf Howell, der mit dem Dreier. Klasse Assist von Dragan Deutschin mit all seiner Übersicht. Muntere Scheiben schießen, los geht Popovic. Schöne Bewegung, aber nicht gegen Chikoko, doch gegen Chikoko. Der nächste starke Hook von Popovic, aber Chikoko deutlich schneller. Raus auf Deutschin, Deutschin raus, schöner Pass auf Mattis Mönning, auf der mit dem Dreier. Ohne Knochen, 25-24 für die TBB Trier, 8:50 noch zu spielen. Auf vielen sind. Ja. Oh, der, Block, Block von Vita Chikoko und der Ballgewinn von Chikoko gegen Grünheit. Ich freue mich auf Chikoko nächstes Jahr auf der 4. Die Hand aus Zimbabwe. Genau, wir machen uns jetzt echt mal langsam T-Shirts, oder? Das Spiel. Chikoko gefällt mir richtig gut heute. Der macht richtig Alarm an beiden Brettern quasi. Jetzt wieder gegen Grünheit offensiv zum... Oh, fast der Stil von Saibu. Da ist der Stil von Saibu. Yoshi Saibu. Und die Punkte von Saibu. Und die ersten kleinen Pfiffe hier im Adlern. Das heißt, er hat jetzt ganz wenig Zeit. Nur noch Buckman von Park. Ja, oh, Mattis Mönninghoff, der war schlecht. Offensiv über und Brian Harper steckt durch zu Andy Seifert. Und der mit dem was ein verrücktes Gegurke hier im zweiten. Eins raus auf Bryce Taylor. Taylor zieht zum Korb, macht die Punkte. Bryce Taylor, der auffälligste Quackenbrücker hier in der ersten Halbzeit. 31-37 der Spiel. Fastbreak läuft über Haynes, der macht's besser. Kein Howell vorbei, über links, springt ab. Und CBB mit dem Stil und auf der anderen Seite Brian Harper. Oh, oh my goodness! Brian Harper. Up and under, dunk in your face. Buckman. Oh. Kommt komplett unterm Korb durch von der falschen Seite und dann, wie es so schön Play heißt. Play of the day. Finishes with authority. Leck oh mio, hat er krass. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Und so kommt die Führung zustande. Er läuft noch einmal Brian Harper. Der LA Jugenddank, das Anspiel von Jared Howell. Und damit führen wir zweistellig, 37-47. So kann man aus der Partie. Mal über Andi Seifert. Seifert im schwierigen Mitteldistanz. Bogenlampe aus der Halbdistanz. Seifert trifft. Ja. Einzuladen. Er nimmt ihn aber diesmal nicht. Stattdessen der Nächste. Oh my goodness, Brian Harper stopft nochmal richtig ab heute. Brian Harper fackelt hier was. Mallet. Oh, jetzt trifft er endlich mal in Dyer. Demond Mallet. Morgen kriegt ihn von Deutschin. Findet dann Chikoko in der Mitteldistanz. Chikoko. Chikoko. Oh, schöne Bewegung. Ja. Mit dem Pumpfake und dann am Mann den Punkten gegen Popovic. Also, Strasser steckt durch. Popovic verliert erneut den Ball. Der Pass war schwierig aufzufangen. Jetzt die TBB. Mit Jared Howell und den Punkten zum 58-45. Am zweiten vorbei geht dann raus zu Taylor. Taylor raus auf der mit Mallet, der mit dem Dreier Mallet. Bringt Quackenbrück wieder ran. Ich glaube, Henrik wird die Auszeit jetzt nehmen. Der Gute, der aus dem Doppel heraus den Druck nicht standhalte. Mallet mit dem dritten Dreier in Folge. Damit Mallet bringt Quackenbrück wieder ran auf 3. Eieiei, er zieht zum Korb. 2 Sekunden, 1 Sekunde steckt durch zur Grünlein und er lässt es kommen. Der Dunking von Guido.
macht und kündigt ab zu Bryce Taylor. Taylor, das ist jetzt seine Phase und er macht die Punkte. Bryce Taylor. 4 Punkte in Folge. Und jetzt Bryce Taylor aus der Ecke. Gut verteidigt, aber er zählt. Der Dreier von Bryce Taylor. Der zählt. Wow. Es Haynes. Haynes zieht, steckt durch zu Bryce Taylor. Der will ihn stoppen, macht ihn wieder mit dem N1. Bryce Taylor läuft heiß. Da läuft nur Taylor. Nimmt er den nächsten Wurf? Nein, diesmal raus auf Strasser. Der nimmt den Dreier. Bumm. Strasser. Melle zu Spöhler. Spöhler nochmal raus auf Haynes. Ich glaube, das war's. Der Dreier von Haynes. Der tat wieder weh. Und ich bin ganz ehrlich, wenn Frankfurt dann wieder die Verletzten zurück hat, die hat keiner auf dem Schirm. Und ich traue denen gegen Ulm im Viertelfinale einiges zu. Oh ja. Das war's. Im Adland 78-71. Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?